So, einen wunderschönen guten Tag. Oh, ich sitze hier richtig kacke gerade. Und willkommen zurück zur zweiten Folge von Frostpunk, liebe Leute. Ich bin sehr, sehr hyped und ich freue mich sehr. Wir haben jetzt gerade fast 4 Uhr in der Nacht und ich muss noch schnell eine Folge aufnehmen. Ich bin morgen auf der RPC, also für euch, wenn die Folge hochgeladen wird, gestern auf der RPC gewesen. Ich muss eigentlich schon lange schlafen, aber ich mache noch mal eben schon eine Folge, weil ich das Spiel mit euch genießen möchte, so weit es eben geht. Wo waren wir denn stehen geblieben? Wir haben sehr viel Essensrationen, wie ich sehe. Richtig, richtig viele. Wir haben gerade Freizeit und wir wollen jetzt diese neuen Häuser hier machen. Ich muss echt gucken, dass ich weiß, wo ich stehen geblieben bin, weil das echt nicht so einfach ist teilweise. Vor allem, wenn man dann so ein bisschen denkt, so, ach ja, und dann, ja, ne, und so weiter und so fort. Wir müssen bald mal uns darum kümmern, dass wir, also diese ganzen Rationen hier, wie die Kisten und so, die sind halt eben nicht unendlich da, sondern wir müssen halt mal überlegen, dass wir uns bald richtige Sachen entwickeln lassen. Hier können wir sogar auch schon Technologien entwickeln lassen, wie ich gerade sehe. Unter anderem halt Heizkörper, die wir machen können. Wir können die Rohstoffe hier irgendwie machen oder eben auch die Ausrüstung für die Jäger erweitern, dass wir eben nicht nur 15 Rohnahrung mitnehmen, sondern 20. Ist aber noch nicht so wichtig. Ich glaube, am wichtigsten aktuell wäre... Ich glaube, das Dampfzentrum. Das ist eigentlich auch... Wir haben nicht mal 10... Oh Mann, ey, wir müssen bis morgen abwarten erstmal. Weil wir nicht genügend... Wir haben nicht genügend Holz. Nein, nein, nein. Wir müssen ein Kinderheim auch noch bauen. Haben wir noch 2 Tage für Zeit. Wir können mal ein bisschen vorspulen, Leute. Und, dann am nächsten Tag können wir uns mal darum kümmern, dass wir so ein bisschen vielleicht das eine oder andere noch besser machen, als eh schon es irgendwie ist oder so. Wir haben auch nicht so viel Stahl, ne, am Start. So, ein neues Gesetz kann eingeführt werden, wo auch immer es eingeführt werden soll. Wer weiß es so genau. Und zwar würde ich ganz gerne, was kann man denn Schönes machen? Genau, wir können den Kindern zum Beispiel sagen, dass die Kinder die... Ja, Mediziner unterstützen sollen oder die sollen die hier die Entwicklung unterstützen. Ich bin mir nicht sicher, was wichtiger wäre, ob die vielleicht die Effizienz. Ich glaube, dass die Arbeiter sind auf lange Sicht wichtiger, dass die Arbeiter arbeiten können und nicht so lange krank sind. Wir machen das da, Leute. Unterzeichnen, das ist mein Antivir gerade. Ich hasse Antivir, wie es immer in den Vordergrund drängen muss. Ja, bei euch gibt es kein Antivirus-Programm. Da ist nur die Viren, die sind alle tot wahrscheinlich von der ganzen... Es ist einfach sowas von, Signalstation gebaut. Ja, wir sind nicht länger verschollen oder blind. Von nun an können unsere Leute die eisige Ödnis untersuchen. Ja, mit einer wunderbaren Animation können wir das mal hier begutachten jetzt. Flieg, Vogel, flieg! Ja, und da sind sie auf dem Weg jetzt in Richtung nach oben und wir können jetzt von da oben aus arbeiten und können andere Gebiete irgendwie versuchen zu entdecken oder so. Ja, hallo? Okay. Heißt, wir müssen uns einen Trupp irgendwie mal an Land schaffen. Dafür brauchen wir auch wieder 40. Oh Gott, wir brauchen so viel Rohmaterialien momentan. Fast schon unglaublich. Guck mal, wie warm denen ist. Komfortabel, obwohl... Okay, egal. Egal, ist okay. Die arbeiten schon wieder. Nee, die laufen jetzt irgendwo hin, glaube ich. Wir machen mal ein bisschen hier voran. Ein bisschen schneller. Ja, komm. Achso, nee, die haben da Probleme. Was haben wir denn hier? Bereits zur Suche. Ja, ja. Die Leute jubeln, als der große Beobachtungsballon in die Höhe steigt. Es ist eine große Leistung. Alle sind stolz auf die Arbeit, die sie dazu beigetragen haben. Eine Reihe von Freiwilligen brennt darauf, im Frostland nach unseren vermeintlichen Leuten zu suchen. Die Frau, die sich uns gemeldet hat, letzte Folge, da war so eine Frau, die hatte gesagt, ich möchte meine Familie unbedingt wiedersehen. Muss mal kurz raustaben. Es tut mir mega leid, aber ich sehe nicht, wie lange ich aufnehme, wenn Antivir davor ist. Wir brauchen einen Erfolg. Und den haben wir auch hoffentlich bald. Wäre natürlich sehr schön. Wir warten jetzt mal ab den nächsten Tag. Wir sehen auch hier, es wird bald 2 Grad Stufen kälter. Ja, so viel dazu, liebe Leute. Wir haben aber noch extrem viel Kohle, was sehr, sehr gut ist. Wir brauchen aber noch, wir haben eine weitere Nacht überstanden. Das ist doch ein gutes Zeichen. Haben wir genügend? Ja, ne, eigentlich schon. Wir müssen aber jetzt dummerweise noch ein paar Leute irgendwie... Boah. Abziehen halten, ne? Aber da können wir niemanden abziehen bei der Kohle.
Wir müssen Leute irgendwie bei den Holzkisten abziehen. Und das müssen 5 Leute sein. Also machen wir mal hier 1. Oh, können wir nicht beim Stahl? Haben wir nicht Stahltrümmer? Ja. Also Leute, wir machen jetzt momentan keinen Strahl. Kein Strahl. Ja, ich kotze im Strahl gleich. Wir machen keinen Stahl. Sondern machen hier sowas erstmal. Ist okay. Aber wir müssen hier Leute reinbekommen. Gleich. 5 Stück an der Zahl. Und wir haben 5 Kranke und alle 5 sind momentan in Behandlung. Wie lange denn noch? Ah, ist gezwungen, auf dem Boden zu schlafen. Ja, ja, machen wir auch bald, Leute. Wir kümmern uns darum irgendwann einmal. Okay, super. Wir müssen ein bisschen vorspulen. Wir können hier aktuell auch nichts machen. Wir können das Dampfzentrum nicht entwickeln, weil wir nicht genügend davon haben. Es ist gerade ein bisschen, wir müssen ein bisschen abwarten. Wir machen mal kurz das Dampfzentrum, Leute. Kostet dann später 20 Stahl, wie wir sehen. Das da kostet nur Holz, ne? Und Arbeiter. Okay, super. Jetzt brauchen wir 40 Stück, waren das? Boah, 40 Holz nochmal eben schnell. Und Zelte brauchen wir auch noch. Und Pipapo und Tralala. Es wird nicht allzu einfach werden. Wir haben auch keine Rohnationen, Rohsachen mehr. Wir können da mal kurz Arbeiter abziehen und können dann nochmal eben was, ein paar in Holzkisten stecken. In Holzkisten stecken, im wahrsten Sinne des Wortes. 4 Stück und vielleicht 5 Ingenieure, die jetzt mal da arbeiten. Warte mal, Speisesaal, ne? Da arbeitet jetzt nur noch einer drin. Aber ist okay, weil es müsste nur einer, reicht ja, wenn der das umformt von da nach da. Oder so, spulen wir eben vor. Was ist hier mit dem Dingens? Alles cool, ja, ne? Also hier Kohle machen wir noch plus, ist wichtig. Auch wenn es nur ein bisschen ist, aber es ist wichtig. Am Abend kommt auch schon hier das schlimme Erwachen eventuell. Achso, nee, wir brauchen nochmal kurz 5 Leute jetzt für die Holzkisten. Und zwar hier Ingenieure. Nee, das müssten normale sein. Arbeiter 1, 2, 3, 4. Und noch einen irgendwo, den wir abziehen können. Kann ich dir mal eben was abziehen? Super, sehr gerne doch. Und dann nochmal kurz weiter. Ja, weiterkommen. Bis wir 40 haben. Nicht genug Holz. Komm schon. Jetzt aber. Ja. Geil. So. Und jetzt können wir die auf die vermisste Expedition schicken. Und können die Leute, also die hier, dahin schicken. 11 Stunden brauchen die dahin. Alles klar. Sind unterwegs. Also. Macht euch auf den Weg, liebe Leute. Macht euch auf den Weg und kommt wieder mit ganz vielen Leuten, die wir irgendwie einbinden können hier noch. Eventuell. So, Holzkisten erschöpft, super. Wir haben also jetzt 9 Leute hier. Okay, also wir merken auch schon hier, die Holzkisten werden rar, Leute. Heißt, wir müssen bald mal ein Sägewerk erstellen. Das ist ganz wichtig, das dürfen wir jetzt nicht verpennen. Das sind so Sachen, die man halt erst lernt, wenn man das Ganze so ein bisschen öfter spielt. Und es ist mein zweiter Run jetzt im Endeffekt. Wir haben ja im Stream schon mal was gemacht. Wer dabei war, kann sich freuen. Wer nicht, der kann sich vielleicht auch freuen und das Video nochmal angucken. Ihr könnt einfach auf meinen Twitch-Kanal gehen und dort einfach die Videos nochmal angucken. Ist super, super simpel. So, wir müssen erstmal vor allen Leuten mal hier Unterkünfte bieten. Dampfzentrum ist erforscht, ist sehr wichtig. Brauchen wir aktuell noch nicht, aber ist sehr wichtig. Nur mal so halt. Und wir können, glaube ich, was Neues bauen. Was denn? Ein Dampfzentrum, ja, natürlich. Ansonsten nichts Tolles Neues, ne? Nee, Zelter. Essensration haben wir auch noch genügend. Ist okay, erstmal. Ein Zelt. Aber brauchen wir nur 10 Holz für, okay. Ab dafür. Wir haben zum Glück auch sehr, sehr wenig kranke Leute. Was ich sehr schön finde. Sonst muss man eine weitere Sanitätsstation machen. Aber ich glaube, die Kranken werden nicht lange auf sich warten. Wir könnten jetzt eventuell mal das Sägewerk erkunden. Denn das ist ganz wichtig, Leute. Wenn wir das schon mal haben. Das Sägewerk. Das brauchen wir auf jeden Fall. Ja. Also die Nachtschicht wäre, glaube ich, schon eine coole Sache auf kurz oder lang. Also ich glaube... Boah, aber wir können kein Gesetz machen mit der Nachtschicht. Das geht einfach nicht. Und ein Kinderheim brauchen wir auch noch. Wie teuer ist denn so ein Kinderheim? 20 Holz. Und ein bisschen Stahl auch noch. Wirklich Stahl? Warum denn Stahl? Oh, da müssen wir gleich nochmal Leute in Stahl einsetzen. Das finde ich aber doof. Das finde ich echt blöd, um ehrlich zu sein. Aber gut, machen wir das Ganze mal. Oh nee, jetzt können wir das erst morgen machen. Und ab morgen wird es auch richtig kalt, Leute.
So, alles klar. Hier ist nur einer drin. Ich weiß, die arbeiten alle noch fleißig. Das ist draußen. Die sind unterwegs gleich, die Späher. Und dann können wir mal eben schnell voranschreiten. Die Unzufriedenheit sinkt, was sehr, sehr schön ist. So, das ist ja sehr cool. Und jetzt gehen die alle weg und wir können in der Nacht nicht viel machen. Oh, geil. Wir können die Späher mal beobachten. Glückliches Wiedersehen. Wir betreten das Lager, das sich aus dem Schneesturm vor uns auftut. Aufregte Stimmen begrüßen uns. Dem Allmächtigen sei Dank, ihr habt uns gefunden. Wir sind seit Tagen umhergewandert, so heißt es heute richtig, und hätten nicht weiterlaufen können. Wir fingen langsam an zu verhungern. Kinder und Erwachsene umringen uns, ihre Sachen gepackt und bereit aufzubrechen. Wir können jetzt entweder die Überlebenden eskortieren, dann kommen alle sicher bei uns zu Hause an, oder aber wir schicken die alleine zurück, dann sind eventuell, gehen dabei ein paar drauf. Boah. Einige von ihnen, es wird länger dauern, nee, komm. Wir eskortieren die mal eben zurück, 5 Stunden, es ist super so, und dann haben wir neue Leute hier, die wir hier irgendwie, die mitarbeiten können mit uns und so. Ja, ja. Das ist doch eine coole Sache, wie ich persönlich finde. Ja, nur noch 4. Noch 5. Hatten wir eben nur 4 noch? Okay, alles gut. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Kohle. Alles ist super soweit. Alles ist cool. Alles ist super. Wir könnten rein theoretisch... Wir machen mal ein neues Zelt, weil wir müssen jetzt langsam mal so ein bisschen... Ja. So, wir haben jetzt ganz viele neue Arbeiter, was eine sehr, sehr tolle Sache ist, um ehrlich zu sein. Wir haben jetzt aber sehr, sehr viele Obdachlose, was wiederum sehr blöd ist, um ehrlich zu sein. Heißt, wir gehen mal kurz in die Holzkistenindustrie und packen da mal eben alles rein, was geht. Wir haben jetzt ganz viele neue Leute hier am Start. Und vor allem auch noch ein paar in die Stahltrümmer schicken, weil die brauchen wir auch gleich nochmal. So, perfekt. Erstmal, damit die alle so ein bisschen klarkommen. Die kommen gerade mal an. Sind schon eingeteilt worden von mir, aber kommen gerade mal an. Ist auch okay. Warum nicht? Da kommen sie alle an, Leute. Es ist herzerwärmend, Familien nach so viel Elend wieder vereint zu sehen. Aber sollte es in der Nähe nicht noch andere Siedlungen geben? Wir werden nach anderen suchen, liebe Leute. Tun wir auch mal. Und zwar können wir jetzt entweder zur Sternwarte, zur düsteren Höhle oder zum robusten Schutzraum gehen. Das dauert 20 Stunden, 20 Stunden, 15 Stunden. Sternwarte. Wir gehen mal zur Sternwarte. Dauert am kürzesten erstmal. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Eventuell. So, die fangen gleich an zu arbeiten und dann nach anderen suchen. Unsere Leute haben einen Pfad gefunden. Genau, den beobachten wir auch vielleicht. Hoffnung steigt, super. Kinderheim müssen wir noch bauen. Nicht vergessen, Leute. Aber es entwickelt sich gerade ganz gut, um ehrlich zu sein. Ja, und jetzt wird es nämlich kälter, Leute. Minus 40 Grad. Und ihr seht auch schon hier, Heavy Metal, sage ich dazu nur. Heißt, wir können hier unter anderem den Overdrive aktivieren. Das ist ganz cool. Dann wird es halt sehr warm um uns herum, was sehr gut ist. Speisehaus ist sehr kalt, ne? Okay. Okay, okay, okay. Ja, heißt, die werden nicht mehr anfangen können zu arbeiten, weil die eben zu kühl, weil ihnen zu kühl geworden ist. Das ist halt doof. Wir müssten halt eine Heizung installieren hier. Wäre vielleicht mal eine Idee. Oder aber wir bauen hier vielleicht, kann man das hinbauen, die Dampf 20 Stahl. Aber wir haben ja gerade Stahlleute am Start, ne? Wenn wir das mal vielleicht... warte mal. Ja, so ist eigentlich kacke. Das müsste schon eher... Wir machen mal kurz Folgendes. Wir bauen mal... Hallo. Wir bauen mal kurz eine... Wir bauen mal kurz eine Straße. Nach hier hinten weg vielleicht. So. Vielleicht mal so einfach machen. Und dann würde ich ganz gerne versuchen, das hier vielleicht... das so zu machen, dass wir in dem Zentrum außerhalb des ersten Kreises vielleicht Häuser nochmal bauen können und so. Ich glaube, das ist okay. Bin mir aber überhaupt nicht sicher. Wir können ein neues Gesetz auch noch machen. Gerade ist es so sehr, sehr viel, was wir irgendwie machen müssen, ne? Wir können unter anderem eine Kampfarena machen.
Nichts baut besser Spannung ab, als bei einem heftigen Schlagabtausch zuzuschauen. Nach Einführung dieses Gesetzes kann nach einem Tag, Kampfarena, Abendkämpfe verringern die Unzufriedenheit. Du musst eine Kampfarena bauen. Ja, machen wir doch mal. Irgendwann. Wir haben auch noch das Kinderheim, was wir vielleicht vorher mal machen sollten. Kinderheim. Können wir es machen mittlerweile? Nein. 5 Stahl. Ja, dauert ein bisschen noch, ne? Haben wir hier das fertig? Auch noch nicht, ne? Ich freue mich auf einen guten Kampf. Ja, ich auch. Irgendwann dann mal, ne? Also irgendwie, dafür, dass wir so viele Stahlleute haben und davon sehe ich da jetzt keinen guten... Einer hungert? Ja, komm schon. Warum denn? Weil das jetzt zu ist oder wie? Aber eigentlich, egal. Wir haben es jetzt fertig hier und dann ist hier wieder super. Ist es hier quasi an? Eine dampfbetriebene Vorrichtung, die eine kleine Wärmezone im Umkreis bewirkt. 10 Stunden arbeiten. Was denn? Also nur von 8 bis 18 Uhr? Ne, 24 Stunden, ne? Okay, genau. Jetzt haben wir ja ganz viel frei gemacht. Dann heißt, wir können da auch dann ab jetzt Sachen hinbauen. Also so Häuser, oder? Wäre auch nicht so schlecht. Und hier, die haben auch wieder. Alles gut. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee gewesen. Glaube ich persönlich. Heißt, wir machen jetzt mal kurz leichte Frostbeulen. Ja, okay. Es wird ein bisschen kniffliger. Kinderheim bauen wir mal eben schnell. Können wir ja auch in diesen Umkreis bauen, oder? Denke ich mal schon. Machen wir mal eben hin. Kinderheim bauen wir mal eben hin. Jetzt haben wir 4 Schwerverletzte. Okay. Sägewerk haben wir auch erforscht. Boah, okay. Heißt, wir können was Neues erforschen. Kohlegenerator. Ja, was machen wir denn am besten? Die Heizung nochmal irgendwie? Ja, die Heizung müssten wir eigentlich nochmal machen. Wenn wir jetzt nämlich zum Beispiel das hier bauen sollten, dieses Sägewerk, dann wäre das schon wichtig, dass das irgendwie arbeitet. Wo haben wir denn? Da haben wir ganz, ganz viel davon, ne? So. Können wir die einfach mal so reinpacken oder so? Ein Bau an der Stelle wird eine oder mehrere Rohstoffquellen zerstören. Ist das blöd dann oder ist das okay? Müssen wir schon so machen, ne? Damit das richtig... Wir machen das mal so, vollkommen rein, einfach aus dem Grund. Ja, ist okay. Ich glaube, es ist okay. Und dann müssen wir halt einen Weg dahin bauen. Das ist halt so die größere Arbeit, denke ich mal. Die wir gerade hier irgendwie angehen müssen. Machen wir es mal so, irgendwie. Und dann von da nach da und zurück. Okay, cool. Ja, 3 hungern gerade, ist okay. Was ist aber hier noch für eine Scheiße? Frostbeulen. Achso, ja. Genau, das radikale Gesetz und so weiter und so fort müssen wir auch nochmal gleich angehen. Können wir aber noch nicht jetzt machen, oder? Doch, können wir schon jetzt machen. Und zwar, radikale Behandlungen heißt... Ah ne, wir müssen noch warten einen Tag. Okay, wir können nichts machen. Okay, wir warten noch, Leute. Kinderheim wird gebaut normalerweise gleich irgendwann. Oder? Ja. Wir bräuchten dann eine neue Sanitätsstation jetzt auch nochmal irgendwie, glaube ich. Ansonsten wird das hier nichts. Wir haben auch noch ganz viele... Oh mein Gott, wir müssen erstmal Einwohner irgendwie versuchen, an den Start zu bekommen. So. 10. Ach, kein Holz mehr. Okay. Nochmal neu. Ja, die Frostbeulen ist halt schon Holzkisten erschöpft. Okay, alles gut. Heißt, wir müssen mal... Ja, wir haben jetzt zum Beispiel hier... Ne, ihr merkt es selber, wir können kein Holz mehr machen. Heißt, wir gehen nochmal kurz hier in die Kohle rein. Und werden nochmal kurz Kohle machen müssen. Heißt, Holz wird erstmal nicht mehr geben. Jetzt erst dann, bis das Sägewerk fertig ist. Haben wir also rechtzeitig nochmal geschafft. Es ist schon fertig, dieses im Bau, ne? Es ist schon fast fertig, das Sägewerk. Also alles cool. Dann nochmal hier kurz weitere... Ja, diese kranken Leute, ne? Wir haben 2 in Behandlung und diese da. Das müssen wir alles... Das wird alles sehr knapp werden, Leute, um ehrlich zu sein. Das wird alles knapp. Machen wir es mal so. Machen wir es mal so. Okay. Hauptsache, die können hier irgendwie leben.
Und hier muss noch eine Straße dann gebaut werden. Okay. Irgendwie so vielleicht. Naja, ich hoffe, das wird alles, so wie ich mir das vorstelle. Aber es sieht eigentlich immer noch ganz gut aus gerade bei uns hier. Also ich bin jetzt nicht unzufrieden. Wir haben zwar gerade 5 Verletzte und Kranke. Ist halt ein bisschen doof. Wir könnten natürlich nochmal kurz eine Sanitätsstation machen. Ja, ein Holz fehlt dazu noch. Okay, super. Machen wir auch, glaube ich, mal. Am besten hier rein dann, oder? Passt doch noch gut hin hier, denke ich. Machen wir es da rein? Ja, machen wir da rein. Dann können wir gleich noch mehr Kranke aufnehmen. Je mehr jetzt auch kommen, desto, ne, und so, brauchen wir auch mehr. Viele haben Hunger, aber ich verstehe gar nicht, warum. Weil eigentlich haben wir doch genügend Leute, denen es irgendwie gut geht, so. Also, die haben doch genügend Essen am Start. Noch natürlich, ne? Je mehr wir an Einwohner haben, desto mehr Essen verbrauchen wir auch. Ist natürlich auch das Problem so ein bisschen. So, Kinderbetreuung gesichert, super. Also haben wir jetzt gemacht, alles super. Hoffnung steigt. Die Speer sind angekommen. Okay, Überlebende finden wir eventuell. Okay, Verdunkeln der Sonne. Statt auf Astronomen treffen wir auf einige unserer vermissten Einwohner. Sie erklären, dass sie ihre Hilfe, dass sie hier Hilfe suchten, aber nur Tote fanden. Die Astronomen haben ihre Beobachtungen fortgesetzt, bis sie verhungert sind. Was war so wichtig für sie? Wir finden die Antworten in ihren Tagebüchern. Das Verschwinden des Sonnenlichts kann nicht ausschließlich auf die Verschmutzung der Atmosphäre durch die südliche Vulkane zurückgeführt werden. Die Sonne verdunkelt sich. Die Überlebenden eskortieren, Überlebenden ins Stadt schicken, Überlebenden in ihrem Schicksal überlassen. Nee, wir eskortieren die sehr gerne. Je mehr Leute wir haben, desto besser wird es halt auch, ne? Also ab nach Hause mit euch, liebe Leutchen. Und wir schauen mal, dass wir weniger Arbeitslose hier gerade mal auch haben. Jetzt haben wir hier Dingens. Okay, wo haben wir jetzt nochmal Sani Dingensbummens? Hier irgendwo? Nein, 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 nein. Hier also gar nicht. Hier vielleicht irgendwo. Da 1, 2, 3, 4, 5. Also ab mit euch hier rein in das, da. Damit denen schon mal geholfen wird. Und das ist, glaube ich, auch fertig, oder? Noch nicht ganz. Okay, super. Aber es läuft gerade ganz gut, meiner Meinung nach. Was ist hiermit los? Wird noch gebaut? Ich glaube schon. Kann man die jetzt irgendwie... Kann man denen jetzt helfen? Ich weiß es nicht genau. Der Overdrive ist auch schon auf 55%. Müssen wir darauf achten, Leute. Noch 3, die hungern. Okay. Rationen gehen auch zu Neige so ein bisschen. Die Schwerkranken, ja, ist halt ein bisschen doof, ne? Wir können aber keine Gesetze gerade aktuell einführen. Das ist so ein bisschen das Problem halt. Jetzt können die hier aber eingesetzt werden. Heißt, wir können bei der Kohle nochmal kurz Leute wegziehen. Alle hier von... Und vielleicht noch davon einen. So, und packen die dann mal hier in das Sägewerk rein. Alle 10. Und dann haben wir hoffentlich genügend Holz jetzt mal demnächst. Für die nächsten Arbeiten. Wir gucken mal kurz weiter. Okay, wir haben jetzt aktuell 8 in Behandlung. Und noch 5 schwer Kranke davon, oder wie? 9 in Behandlung. Warum denn? Was ist denn los bei euch? Ist doch alles cool, oder? Also Wärme ist doch da, oder? Da ist halt kalt, aber wir haben ja bald das Dingens erforscht. Alles cool. Ja, es wird bald. Es wird bald, Leute. Es wird. Überlebt einfach da hinten, ja? Bei euch im Dingens. Ja, neue Leute sind zurückgekehrt. Wir haben 30 Leute wieder mal. Oh mein Gott, wir haben zu viele Menschen gerade hier. Wir nehmen zu viele Menschen auf momentan, habe ich das Gefühl. Wir haben hier noch einen Absturzort, eine düstere Höhle oder eben den robusten Schutzraum. Da gehen wir mal hin mit den Leuten. Zum robusten Schutzraum. Nächstes Ziel. Können wir hier auch noch mehr? Ah, guck mal. Wir können neue Speer schicken. Dann können wir auch mehrere Sachen gleichzeitig beobachten. Wäre auch gar nicht so scheiße, um ehrlich zu sein. Aber erstmal müssen wir jetzt überlegen, ob wir nochmal ein paar Kohleleute hier einsetzen vielleicht. Hier drauf nochmal 10 oder so. 12. Ja, machen wir mal so. 15 haben wir noch übrig dann. 15 Ingenieure sogar, ne? Ja, schon krass. Also vielleicht noch eine weitere Sanitätsstation bauen, wenn wir es können.
Wäre ganz geil. Wir spulen mal kurz ein bisschen vor. Und ich muss die Folge auch schon beenden, aber ich will eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. Hier, Overdrive ist fast am Ende angelangt, ne? Aber am Tag ist es, glaube ich... Was ist hier eigentlich los? So. Jetzt? Besser? Keine Ahnung. Okay. Ich muss die Folge leider beenden jetzt, Leute. Ich wünschte, ich könnte noch ein bisschen mehr, aber... Ich mach mal kurz für mich als Memo, ja, weil wenn ich mir die Folge angucke, nochmal, Sanitätsanlage, auf jeden Fall bauen, neue Zelte und den Overdrive deaktivieren. Das sind so die Sachen, die wir machen müssen, auf jeden Fall, am nächsten Tag. Und wir haben noch 15 von den Leuten, den können wir mal irgendwie nochmal schnell, ja, vielleicht in Stahltrümmer setzen oder so. Ja, komm, in Stahltrümmer. Ist okay. Und dann sehen wir uns am nächsten Mal wieder. Ich hoffe, morgen kommt eine Folge. Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe aber schon. In dem Sinne, vielleicht bis morgen oder aber auch erst bis übermorgen. Haut da rein, macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüssikowski, tschüss.